Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen Lesemonat von Oktober. Ich zeige euch die Bücher, die ich gelesen habe, meine Meinung dazu. Und ich habe es wieder wie gehabt jetzt mittlerweile gemacht, dass ich immer direkt nach dem Lesen eine Szene gedreht habe und eben mein direktes Empfinden mit euch teilen kann. Deswegen geht es jetzt los mit meinem Lesemonat und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe von Dasha Slater Bus 57 gelesen. Das ist eine wahre Geschichte und zwar geht es hier einmal um Richard. Richard ist Afroamerikaner und hatte auch schon einen längeren Aufenthalt in einer betreuten Wohngruppe für jugendliche Straftäter. Und dann gibt es noch Sascha. Sie ist weiß, besucht eine Privatschule und identifiziert sich selbst als Agender, also sie ordnet sich keinem Geschlecht an. So könnte man das am besten erklären, denke ich mal. Und ja, diese beiden fahren jeden Tag 8 Minuten mit dem Bus zusammen. Und sonst verbindet sie gar nichts. Bis zu dem Tag, als Richard den weißen langen Rock von Sascha anzündet. Und daraufhin geht er prozesslos und der wird monatelang geht. Und Dasha Slater hat mit Beteiligten gesprochen, die Hintergründe recherchiert und auch den Gerichtsprozess verfolgt und alles zusammengefasst in dieses Buch geschrieben. Und ich muss sagen, mir hat es ganz gut gefallen. Es war ganz interessant. Man liest mehrere Teile. Einmal lernt man erst Sascha kennen, dann Richard und dann eben diesen ganzen Gerichtsprozess. Und es ist sehr kurz gehalten, es sind sehr kurze Kapitel, manchmal sind es auch bloß Erklärungen oder irgendwelche Aussagen und ja, mir hat es ganz gut gefallen. Manches fand ich ein bisschen oder ist wahrscheinlich für die Geschichte ganz gut zu wissen, aber mich hat es jetzt nicht so interessiert, weil es wurden dann zwischendurch, waren immer so Kapitel, da waren dann immer so Sachen wie so und so viele Jugendliche sind in dem Alter straftätig und so. Ich komme gerade nicht so auf das passende Wort, aber solche Sachen, die jetzt an sich mit dieser Geschichte nichts zu tun haben, aber wahrscheinlich einem, um das einem einfach nochmal mehr vor Bild zu führen, wie die Gewalt da so ist. Und ja, das waren dann so Sachen, die habe ich ein bisschen überflogen. Ich fand es aber mal ganz interessant zu wissen, wie breit dieses Spektrum Gender eigentlich ist. Man hat dann hier auch zum Beispiel 3 Seiten lange Begriffe für Gender und Geschlecht und Begriffe für romantische Neigung und Sexualität und was es eigentlich alles gibt. Ich meine, klar, man kennt zwar einiges, aber manches, was hier drin stand, habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. War dann mal ganz interessant zu wissen, was das eigentlich ist. Und ja, also ich mochte es sehr gerne, es war ganz interessant, aber manches hätte man, glaube ich, auch so ein bisschen weglassen können. Dann habe ich im Urlaub auch ein paar Bücher gelesen. Und zwar habe ich einmal mit Gossip Girl angefangen. Und zwar von Cecily von Ziegesor. Und zwar mit dem ersten Band von Gossip Girl. Hier geht es ja um die Clique rund um Blair, Serena und Nate und alle anderen, die dazugehören. Denn Serena oder Serena, ich weiß gar nicht, ob es Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird, ist wieder zurück und sie wirbelt ordentlich alles auf und ja, alle müssen sich in Acht nehmen. Und ja, hier gibt es ja auch eine Serie dazu, ist ja alles sehr, sehr gehypt. Ich habe bis jetzt auch noch nicht die Serie geguckt. Ich wollte jetzt tatsächlich mit der Reihe anfangen und muss halt sagen, ich fand es ganz gut. Es war jetzt nichts Besonderes, aber ich fand es ganz cool, so in dieser Upper Class mal das alles zu lesen. Die sind ja alle steinreich und wohnen in den schönsten Apartments und sowas. Und ja, war ganz cool, aber nichts Besonderes. Aber trotzdem möchte ich gerne weiterlesen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und vor allem ist halt auch einiges sehr interessant, weil diese Bücher sind ja schon wirklich sehr, sehr alt. Also die sind ja von 2002. Wow. Und da war man ja auch mit der Technik und so noch nicht so weit, deswegen fand ich es trotzdem ganz cool und ja, freue mich auf die weiteren Bände. Dann habe ich Tokio Regen gelesen und zwar von Yasmin Shakarami. Und zwar geht es hier um Malu und Malu fliegt für einen Schüleraustausch nach Tokio, denn sie möchte ihrem Leben so ein bisschen entkommen und dort lernt sie dann
Kentaro kennen und er zeigt ihr Tokio und die Gefühle füreinander wachsen und sie kommen sich eben näher. Doch dann trifft eine Katastrophe ein und die beiden verlieren sich und sie versuchen eben sich wiederzufinden in einer verwüsteten Millionenmetropole. Und ja, das ist die Geschichte. Und ich muss sagen, ich fand sie sehr gut. Aber, jetzt kommt noch ein Aber. Man hat jetzt hier zum Beispiel im Klappentext, liest man etwas, das passiert. Und ich muss jetzt halt sagen, es dauert mir einfach zu lange, bis das passiert. Also nach mehr als der Hälfte des Buches ist erst das eingetroffen, was hier vorne drauf stand. Und dann eben auch das mit der Katastrophe, also mit einer Naturkatastrophe. Und das kann ich nicht leiden. Ich habe halt so das Gefühl, das ist dann hier vorne schon wie so ein kompletter Spoiler für mehr als die Hälfte des Buches, bis es dann eigentlich mal drankommt. Und das mag ich nicht, weil dann denke ich mir immer so, ja, wann kommt denn nun endlich das, was ich vorne eigentlich im Klappentext gelesen habe? Das dauert mir dann zu lange, aber sonst war es trotzdem eine sehr, sehr süße Geschichte. Also zum Schluss saß ich auch nur noch so mit, oh mein Gott, wie cute. Und auch die Katastrophe fand ich sehr interessant, wie dann eben so eine große Metropole auch damit umgeht, beziehungsweise auch kaputt geht dadurch. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, aber es war jetzt auch kein krasses Highlight oder so. Dann habe ich dieses Buch gelesen und zwar von Anna Todd oder Anna Todd und zwar Spring Girls. Und zwar geht es hier um vier Schwestern und um ihren Weg ins Erwachsenenleben. Und zwar hat man hier vier Schwestern im verschiedenen Alter zwischen 12 und 19. Und ja, sie leben halt eben auch mit der ständigen Angst um ihren Vater, denn er ist im Irak stationiert und natürlich haben sie Angst um ihn. Und ja, dann hat jede der Schwestern noch ihre eigene Geschichte. Und ja, man liest dann hier aus verschiedenen Sichten und ich fand es ganz süß. Also es war eigentlich, es hat mich tatsächlich nicht gelangweilt und ich fand es einfach nur süß, so dabei zuzusehen, wie so alle so ihre eigenen Probleme haben und wie sie auch untereinander als Schwestern umgehen. Ich fand es zwar ein bisschen schade, dass man hauptsächlich aus den Sichten von den zwei älteren Schwestern gelesen hat, die eine mittlere hatte mal ein paar Kapitel, aber die Jüngste hatte zum Beispiel gar kein Kapitel. Also irgendwie, die kam zwar sehr oft vor, aber gerade deswegen hätte ich gerne auch ein Kapitel aus ihrer Sicht gelesen, einfach um sie vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen. Ich meine, was geht so im Kopf von einer 12-Jährigen vor? Vor allem, weil sie halt auch manche Sachen getan hat, die man nicht so richtig dann nachvollziehen konnte. Das fand ich ein bisschen schade, aber sonst war es eine süße Geschichte, perfekt für den Urlaub und hat mich auf jeden Fall unterhalten. Aber jetzt fällt mir gerade noch was ein, was mich auch sehr gestört hat, war, dass eine der Schwestern halt 16 war und sie wurde immer so krass runtergestuft, so nach dem Motto, das kam so oft, kam dieser Satz, ich bin ja erst 16, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Also es war wirklich so typisch mit 16, so nach dem Motto, mit 16 hast du nach absolut keine Ahnung von irgendwas. Ist zwar an manchen Hinsichten so. Aber hier wurde das so dargestellt, als wäre sie erst 10 und hätte keine Ahnung von irgendwas. Und das hat mich voll oft genervt, weil dieser Satz kam so in jedem Kapitel vor. Ich bin ja erst 16 und habe keine Ahnung von irgendwas. Und ja, das war ein bisschen so, auch so halt auf alles gesehen. Ob es jetzt auf dem Haus, auf den Haushalt ist, ob auf die Liebe oder sonst irgendwas. Aber es war so, als hätte sie noch nie von irgendwas gehört oder so. Das hat mich ein bisschen genervt. Und dann habe ich noch dieses Buch gelesen, und zwar Der Club der Traumtänzer von Andreas Isgudo. I don't know. Und zwar geht es hier um Gabor. Und Gabor ist erfolgreich und sieht gut aus und ist halt so eigentlich so ein Bad Boy. Doch eines Tages gerät seine Welt aus den Fugen und er soll fünf Sonderschülern Tango beibringen und eben mit ihnen zusammen tanzen. Und ja, diese Schüler machen ihm klar, was wirklich im Leben zählt. Und ja, er denkt langsam über seine Lebensweise nach. Und ja, ich mochte es auch ganz gerne, aber es hat sich so ein bisschen, es hat sich nicht gezogen, aber irgendwie, es hat lange gedauert, bis dann doch mal was passiert ist, wo ich mir dachte, ja, ist ganz okay. Es war so ein bisschen so dahingeplänkelt,
gibt es dieses Wort überhaupt, aber so dahin geworfen und so, ja, der Tag lief so, der Tag lief so und das war halt so, manchmal ist halt einfach nichts passiert, außer dass halt zu diesem Training mit den Kindern gegangen ist. Allerdings später entwickelt sich die Geschichte dann doch noch sehr gut, denn er taucht auch so ein bisschen in die Leben von den Schülern ab und wie schwer sie es eigentlich haben. Und es gibt auch noch eine sehr, sehr traurige Sache. Also damit habe ich nicht gerechnet. Aber ja, es war ganz okay, auch wenn es am Anfang ein bisschen braucht, bis man so richtig, bis so richtig was passiert. Ich habe diesen Manga gelesen und zwar Twisted Wonderland Band 1 und zwar von Disney. Und hier geht es um ein College und zwar das Night Raven College. Und das ist eine magische Schule. Und zwar ist diese Schule in verschiedene Häuser eingeteilt. Und die Schüler repräsentieren die Widersacher von Disney-Filmen. Doch manche Schüler haben Geheimnisse. Und irgendwie ist dort auch nicht alles in Ordnung und so beginnt das Abenteuer. Und ja, es ist jetzt tatsächlich ja einfach nicht viel passiert in diesem ersten Band. Also ich kann euch wirklich nicht viel dazu sagen. Ich kann nicht mal sagen, ob es mir jetzt gefallen hat oder nicht, weil es war wirklich irgendwie zu kurz. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es war, man hat wirklich erst ganz kurz nicht mal wirklich die Schule kennengelernt. Also, es ist ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es war okay, aber es ist halt einfach nicht wirklich was Krasses passiert oder so. Also ich bin gespannt, was mich weiter erwartet. Ich möchte auf jeden Fall weiterlesen. Deswegen, ja, schauen wir mal. Ich habe dieses Buch gelesen und zwar von T.J. Klune, Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Und hier geht es um Linus und Linus arbeitet im Jugendamt und zwar in der Abteilung, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Und er soll eines Tages auf eine Insel, denn er soll dort das Heim von Mr. Parnassus inspizieren und mal schauen, ob da alles so beim Rechten ist. Und für Linus ist es der Beginn eines magischen Abenteuers, das sein Leben verändert wird. Ich habe es endlich mal gelesen, ist ja ein sehr gehyptes Buch tatsächlich. Und ich muss halt sagen, für mich war es kein Highlight, also für viele war es ja echt ein Jahreshighlight, aber für mich war es okay. Es war ganz süß, also es hat mir so ein bisschen die Vibes von Die Insel der besonderen Kinder gegeben. Diese Reihe habe ich ja über alles geliebt, allerdings war die weitaus spannender, denn hier muss ich sagen, ist halt nicht viel passiert. Na klar fand ich es ganz süß, wie die Kinder irgendwann auch mit ihm umgegangen sind und ihm die Augen geöffnet haben und allgemein auch der Heimleiter. Aber ich muss halt auch sagen, es war so extrem vorhersehbar und das hat mich irgendwie dann teilweise so gestört, weil mir war so schnell klar, wie dieses Buch enden wird und das fand ich ein bisschen schade irgendwie. Ich weiß nicht, ich hätte mir noch ein bisschen was anderes gewünscht. Aber es war halt sehr, sehr vorhersehbar. Und es ist halt auch nicht so viel passiert. Also, wie ich mir jetzt erhofft hatte auf Abenteuer oder so. Und ja, es war ganz süß. Es waren auch teilweise ein paar spannende Sachen dabei, aber wirklich nur so ein paar und halt ein paar süße Sachen, wo ich, was ich einfach nur sehr süß von den Kindern fand, aber wie gesagt, nichts Besonderes für mich tatsächlich. Dann habe ich noch von Lena Kiefer Westway gelesen und zwar ist das der erste Band dieser Reihe und hier geht es um Helena und Helena kehrt wieder nach New York zurück, denn sie möchte aufklären, was damals in der Todesnacht von ihrer Schwester passiert ist, denn ihre Schwester und der Freund ihrer Schwester sind damals in einer Nacht ums Leben gekommen. Schlussendlich wurde ihrer Schwester die Schuld daran gegeben, aber Helena möchte das nicht einsehen, deswegen kehrt sie zurück, um eben aufzulösen, was damals wirklich passiert ist. Und währenddessen stellt sich noch Jesiah ihr in den Weg, denn Jesiah ist der Bruder von dem Freund ihrer Schwester. Die beiden lernen sich auch noch kennen und irgendwie merken sie, dass die Gefühle doch stärker füreinander sind. Und das ist dann eben so eine New Adult-Geschichte, aber mit ein bisschen was anderem. Deswegen habe ich auch tatsächlich danach gegriffen, denn ich bin ja nicht so der New Adult-Fan, aber ich fand halt diesen Aspekt mit dieser Aufklärung des Mordes noch ganz interessant. Und ich muss auch sagen, mir hat das Buch ganz gut gefallen tatsächlich. Also ich fand es auf jeden Fall
sehr spannend, was sie immer nach und nach rausbekommen hat. Und dann steht natürlich auch noch die Liebesgeschichte im Fokus. Aber tatsächlich muss ich sagen, die steht nicht voll im Fokus, worüber ich eigentlich sehr froh bin. Also die beiden nähern sich halt an. Es ist sehr slow. Also ihre Liebesgeschichte ist halt eben sehr langsam, was ich aber tatsächlich auch gerne mochte, denn ich kann es nicht leiden, wenn sie auf der zweiten Seite gefühlt schon heiraten wollen, weil sie voll ineinander verknallt sind. Das mag ich nicht so, aber hier war es halt wirklich eine langsame Annäherung, bis dann auch wirklich mal was passiert ist oder so. Und das mochte ich dann ganz gerne. Und wie gesagt, auch die Geschichte um die Aufklärung des Mordes fand ich auch sehr interessant. Ich muss zwar sagen, manches hätte man auch kürzen können, also manches, es hätte ein bisschen kürzer sein können, das Buch, aber so fand ich es ganz gut, deswegen werde ich die Reihe auch weiterlesen und kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist halt nicht so die typische New Adult Geschichte, wo man schon von Anfang an weiß, wie sie ausgeht. Und ja, das war mein Lesemonat vom Oktober. Auch dieser lief wieder nicht so gut, also ich weiß mal nicht, ich war im Urlaub, habe da dann drei Bücher in einer Woche gelesen. Obwohl ich da eigentlich auch mehr lesen wollte. Und danach habe ich einfach wieder 2 Wochen für ein Buch gebraucht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist, aber es läuft einfach nicht so gut. Aber naja, ich hoffe, die nächsten werden vielleicht wieder besser. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!